Congratulations! You've won a trophy! Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopf TV. Hier ist euer Fischkopf. Das von eben erkläre ich später. Und jetzt kommen wir erstmal zu einer kleinen Präsentation. Und zwar hat mir Rocket vor einigen Monaten eine Maus geschickt und hat gesagt, teste doch mal und sag mal was dazu. Das ganze Ding heißt Rocket Cone Pure Optical. So sieht die Packung aus und das finde ich ziemlich cool. Und die Maus sieht so aus. Warte mal, das Kabel hängt. Oh, ja. Hübsch das Ding, gut verarbeitet. Lass uns mal die Tasten zusammenzählen. Das ist die 1, 2, 3, 4, 5, 6 und die 7, 8 und 9, wenn man das Hoch- und Runterfahren des Wheels noch mitrechnet. Und auf den ersten Blick sieht das Ding ein bisschen klein aus, stimmt auch, ist auch ein bisschen kleiner. Waren große Bedenken meinerseits wegen meiner großen Hände. Aber ich habe mich nach einer Zeit dran gewöhnt. Wie ich die Maus jetzt insgesamt finde, erzähle ich am Ende des Videos. Jetzt erzähle ich euch erstmal ein bisschen was zu der Software. Und da kommen wir auch auf den Punkt, dass dieses Ding hier durchgängig leuchtet und vielleicht bei manchen von euch nicht. Und ihr euch fragt, hä, wieso denn? So sieht die Software aus, ziemlich abgefahren, wie ich finde. Man kann unglaublich viel Shit da einstellen. Ich persönlich nutze das gar nicht alles, aber ich zeige euch mal zumindest die Sachen, die ich daran ziemlich geil finde. Was ich tatsächlich auch öfter nutze, ist die Einstellung der DPI-Anzahl. Und das macht man ja hier mit Plus und Minus. Ihr kennt das wahrscheinlich schon. 800 DPI. Und hier kann man sogar die Schritte der einzelnen DPI-Einstellungen selber justieren. Das heißt, wenn ich will, dass der nächste Schritt nicht auf 1200 geht, sondern auch direkt auf 3000, dann mache ich das hier, drücke auf Apply und los geht's. Finde ich ziemlich nützlich. Auf der zweiten Seite wird es nochmal ein bisschen interessant, und zwar kann man da die Tasten einstellen. Das kennt ihr wahrscheinlich schon von anderen Softwares, aber bei Rocket gibt es noch die sogenannte Easy-Shift-Taste. Das seht ihr hier, ja, die 4. Das ist die, normalerweise ist es wahrscheinlich die Browser-nach-vorne-Taste bei euch. Und wenn man die gedrückt hält, dann kann man alle anderen Tasten neu belegen. Das heißt, bei mir ist die Browser-nach-vorne-Taste, indem ich einmal die Easy-Shift-Taste drücke und dann nochmal die rechte Maustaste. Das kann man hier auch erkennen, ne? Die 11 ist bei mir dann plötzlich, aha, IE-Forward. Auch ziemlich geil ist, man kann die Easy-Shift-Taste gedrückt halten und dann mit dem Mausrad hoch und runter fahren und kann damit den System-Sound einfach lauter und leiser machen. Also, ich finde es ziemlich cool. Hier kann man ziemlich viel Shit einstellen. Es gibt Presets für Spiele und Programme und so weiter. Da könnt ihr euch mal richtig austoben, wenn ihr Bock habt. Und wir gehen mal zu den anderen Optionen weiter. So, da sind wir in der Farbabteilung. Ihr habt es am Anfang schon gesehen, meine Maus leuchtet blau und durchgängig. Ja, das kann man alles umstellen. Zum Beispiel kann man sagen, ich möchte, dass meine Maus atmet und das in Rot. Ich drücke auf Apply und schon haben wir den Salat. Das Ding leuchtet rot und atmet. Ja, das habe ich umgestellt, weil mich das genervt hat nachts. Und auf blau habe ich gestellt, weil meine andere Hardware und der Tower und so alle blau leuchten. Das passt halt so schön. Und das hier ist die Statistikseite von Rocket. Die zeichnet nämlich ganz genau auf, wie oft du linke und rechte Maustaste drückst oder wie oft du dein Mausrad bewegst und so weiter. Und da gibt es Trophäen für. Und da kommen wir auch schon zu der Story am Anfang des Videos. Und zwar saß ich eines Nachts einfach nur da und habe im Internet gesurft. Es war total leise. Plötzlich schreit mich der Typ an und ich dachte, mein Rechner wurde gehackt oder so. Ich wusste gar nicht, wo das herkommt. Und das war einfach nur der Punkt, dass ich eine Trophäe gewonnen habe dafür, dass ich meine Maus so ein bisschen bewegt habe. What the fuck? Zum Glück kann man die Lautstärke des Sprechers aber hier oben auch ein bisschen runterfahren. Man kann ihn auch ganz ausmachen, aber das fände ich ein bisschen traurig. Aber Fischkopf, wie findest du denn jetzt die Maus? Leute, ich bin ganz ehrlich, ich finde die Maus einfach ziemlich geil. Sie ist sehr, sehr gut verarbeitet und sie ist sehr, sehr direkt. Gerade bei Shootern wie COD oder so ist das sehr, sehr nützlich und ich glaube, dass dieser optische Sensor da einiges dazu tut. Für manche von euch mag sie vielleicht ein bisschen klein sein, wenn man mal kurz die Maus und meine Hand nebeneinander hält. Sieht das doch ein bisschen komisch aus, aber nach ein bis zwei Wochen habe ich mich dran gewöhnt und es läuft wunderbar. Das Ganze kann ein bisschen beeinflusst sein durch das Rocket Hero Mauspad, was ich auch noch dazu bekommen habe. Das hat hinten so eine blaugummierte Fläche, damit es nicht rumrutscht und vorne so eine vulkanisierte Mauspad-Fläche. Ist quasi eine Mischung aus einem weichen Mauspad und einem Hartplastik-Mauspad. Ziemlich cool, ich bin unglaublich begeistert davon. Ich hätte nie gedacht, dass ich begeistert bin von einem Mauspad. Das Ganze ist ein bisschen teurer, kostet glaube ich 39,99 auf der Rocket-Seite, ist aber fucking jeden Cent wert. Also mir ist da schon Senf draufgefallen, den ich einfach so abwaschen konnte und die Maus funktioniert noch wunderbar.
Fazitmäßig kann ich beides empfehlen. Wenn ihr nochmal einen genaueren Blick darauf werfen wollt, in der Beschreibung steht ein Link zur Rocket-Seite. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt, hier sind ein paar Videos von der Gamescom 2014. Da durfte ich ein paar Prototypen austesten, wovon die Teilen aber mittlerweile schon erschienen ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war der Fischkopf. Bis dann und tschüss.